Okay, es ist nur ein Ofen. Ich dachte gerade, das wäre wer. Also mit den Heilzaubern sind immer so schlecht. Ach, und nochmal. Geschafft. Puh. Alles mitnehmen. Ach, und geschafft. So, auch mitgenommen. Speichern. Wenn wir hier drin sind, ist ja eine Sache. Wenn die jetzt erwischen, wenn wir eine Kiste öffnen, ist eine ganz andere. Jo, Bruder, was geht? Ash Ketchum. Huch, der ist da drin. Shit. Mann, der kann da mal rausgehen. Das ist doch nervig. Mit dem Inquisitor kann man auf jeden Fall jetzt quatschen. Das ist ja schon mal eine Sache. Wer bist du? Ordenskrieger. Die sind halt. Huch. Schon mal interessant. Yo, was geht da drin ab? Halt! Kein Durchgang. Mecke! Halt! Kein Durchgang. Wecke. Du begibst dich in die Welt des Schmerzes. Okay, das ist eindeutig. Ich werde instant mit dem reden. Ich werde mir die Buchstände lesen. Wissen ist Macht. Interessant. Weisheit plus 3. Hier steht etwas über Magie. Was haben wir denn schon? Weisheit jetzt? 37. Nein, nicht schlecht. Schutz vor Feuer, Eis, magische Geschosse. Feuerball, Junge! Du kannst einen Feuerkristall benutzen. Okay. Du kannst Frost benutzen, Schlösser auf deinem Befehl noch was, Akrobatik fehlt, Siegel fehlen noch, Schriftrollenhersteller mal, Schmieden, Alchemie, auf was auf Max. Ist doch schon mal was. Bruder Jakob, Bruder Jakob, Inquisitor Mendoza. Du hast einen weiten Weg auf dich genommen, Bandit. Ja, danke. Was willst du von mir? Drogen. Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Was will er? Verhandeln? Warum kommt er nicht selbst? Ich bin sein bester Mann. Zumindest bist du mutig. Meinetwegen, dann sprich. Was für eine Botschaft bringst du mir? Die Kämpfe zwischen dem Orden und den Banditen müssen aufhören. Bekommt Esteban es mit der Angst zu tun, oder ist er müde geworden? Den Monstern ist es egal, welche Rüstung wir tragen. Sie greifen jeden an. Sie sind die eigentliche Bedrohung. Die eigentliche Bedrohung? Du weißt gar nichts. Jedenfalls noch nicht. Was wir jetzt brauchen, ist Frieden. Du weißt mehr über die Bedrohung? Es ist, wie du sagst. Es gibt eine Bedrohung auf dieser Insel. Oh, jetzt kommt's. Aber sie ist weitaus größer, als ihr Banditen euch vorstellen könnt. Was wir jetzt brauchen, ist Frieden. Frieden? Es gibt keinen Frieden okay, auf dieser Welt. Sterben. Soll ich Don Esteban das sagen? Nein, aber ein Waffenstillstand hat seinen Preis. Gut, was verlangst du? Ich habe kein Interesse daran, einen Krieg gegen euch zu führen. Höre, was ich dir zu sagen habe und bringe mir, was ich verlangen werde. Dann könnt ihr euren Frieden haben. Dann erzähl mir, was los ist. Die Götter haben uns verlassen. Und die dunkle Welle brachte Zerstörung über die Welt. Aber sie sind nicht ohne Geschenk von uns gegangen. Mhm. In dieser Halle hier erschien die heilige Flamme als Zeichen, dass wir nicht vergessen sind. Ein letztes Versprechen der Götter, dass uns Menschen die Welt gehört. Was ist die Macht der Flamme? Warum haben die... hier. Was ist die Macht der Flamme? Die Flamme ist die Quelle der Magie. Das ist ihre Macht. Durch ihre Magie wird die Insel beschützt. Beschützt? Und was ist mit den Ruinen und den Monstern? Der Schutz wird schwächer, unsere Feinde stärker. Die Zerstörung hat bereits begonnen. Warum haben die Götter die Welt verlassen? Das ist eine andere Geschichte, die für uns nicht länger von Bedeutung ist. Es ist passiert. Und alles, was jetzt zählt, ist unser Überleben. Und wir werden überleben, indem wir unsere Feinde besiegen. Wer ist der Feind? Die dunkle Welle hat Mächte längst vergangener Tage freigesetzt.
Die Zeit der Titanen sollte vorbei sein. Und doch sind sie hier. Überall da draußen. Sie ziehen über die Meere und kommen mit den Stürmen. Sie kommen, unsere letzten Enklaven zu vernichten. Wie können wir die Zerstörung aufhalten? Solange die Flamme brennt, ist der Kampf noch nicht entschieden. Die Macht ihrer Magie ist die stärkste Waffe, die wir haben. Komm mit mir, ich werde es dir zeigen. Was sind die Titanen? Folge mir, dann wirst du es erfahren. Dann zeig es mir, ich will alles erfahren. Gehen wir. Okay, Bro. Ich komm mit dir. Warte, wie laufe ich langsam? Shift? Shift. Wir müssen aber cool episch nebeneinander laufen. Einst herrschten die Titanen über die Welt. Doch die Götter konnten sie vertreiben. Jetzt, da die Götter weg sind, fallen sie erneut über unsere Welt her. Doch in dieser Zeit ist kein Platz für Menschen und Titanen. Einer wird weichen müssen und das werden nicht wir sein. Folge mir. Okay. Warte, episch nebeneinander laufen. Kommandantin. Ich habe die Titanen bekämpft. Auf Land und auf See. Ja. Und ich habe viele Waffen gegen sie eingesetzt. Wir werden den Kampf gewinnen, wenn wir wissen, wie wir die Flamme nutzen. Doch dazu müssen wir ihr Geheimnis ergründen. Weiter. Okay. Bum, bum, da, da, bum, 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 bum. Epischer Kampf. Es weißt du, wir beide Seite an Seite. Ich komme her, one hit, alle tot, inklusive ihm und ich klaue seine Rüstung. Weil es einfach viel besser ist wie meine. Automatisch speichern. Ich kann auch ineinander kuscheln. Was passiert, wenn ich mich zu nahe hier hinten renne? Okay, ich auf. LOL, da waren wir doch gar nicht. Fuck. Ich kann sehen, was keiner sieht. Mein Auge zeigt mir die magischen Strömungen der Welt. Die Flamme, die in der heiligen Halle zu sehen ist, hat ihren Ursprung im Feuer des Vulkans. Weiter jetzt. Okay. Ist ja schon geil hier. Ja, warte jetzt, lauf voraus. Prima und definitiv. Ne, das ist eine Hängebrücke. Wie komme ich da hin? Gibt es einen Flugmod? Also, wir können runterspringen, aber bringt es nicht viel. Sind wir instant tot? Darf ich einen Pilz mitnehmen zwischendurch? Ich nehme mal mit, ne? Versau jetzt mal ein bisschen die Stimme. Alien Hardware ist ja geil. Hier ist es. Dieses Tor wird uns hinabführen zum Ursprung der heiligen Flamme. Heiligen Flamme. Du willst wissen, was für eine Waffe die Flamme ist? Ich sage dir, die einzige, die uns noch helfen kann. Steig mit mir hinab in die Finsternis und erkunde mit mir das Geheimnis der Flamme. Oh, wir holen uns ihre Macht und dann werden wir über die Titanen siegen. Ja! Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Wie kriegen wir... Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Hier, nimm diesen Teleportstein. Er ist eines der wertvolleren Artefakte, die wir in den Tempeln gefunden haben. Ich selbst habe ihn schon benutzt. Er wird dich auf direktem Wege wieder zu mir zurückbringen. Wie kriegen wir das verdammte Ding auf? Kein Zauber, den wir wirken können, und auch nicht die Kraft aller Männer, kann dieses Tor öffnen. Allein die 5 Schlüssel werden es. 5 goldene Kristallscheiben setzen den Mechanismus in Gang. Und wo genau sind diese Scheiben? Eine von ihnen hielt ich bereits in meinen Händen. Doch leider war sie beschädigt. Die anderen 4 müssen sich auch irgendwo hier auf dieser Insel befinden. Du wirst sie mir bringen. Jetzt weißt du, warum ich hier bin. Jetzt weißt du, was ich von dir will. Okay. Nun ist es an dir. Kapitel 2, der Plan des Inquisitors. Das heißt, wir sind beim ersten Kapitel. Ach du Scheiße, es waren 12 Stunden. Leck mir am Arsch. Also wenn ich dir helfe, kriegt Don Esteban seinen Frieden. Frieden, Gold. Solange er meine Leute in Ruhe lässt, kann er machen, was er will. Aber du wirst mir die Kristallscheiben bringen. Du wirst mit mir dieses Tor öffnen und dann wirst du mit mir hinabsteigen. In die Hölle! Warum ich? Weil Esteban dich geschickt hat. Finde diese Scheiben. Wir werden zum Overlord.
Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wo ist deine beschädigte Scheibe jetzt? Sie war der dunklen Welle ausgesetzt und hat dabei leider gänzlich ihre Macht verloren. Ohne sie können wir das Portal nicht öffnen. Und wo willst du so schnell Ersatz für sie finden? Das wird nicht möglich sein. In den alten Schriften ist die Rede von genau 5 goldenen Kristallscheiben. Nicht mehr, nicht weniger. Daher habe ich den Magier Cyrus geschickt, um die Scheibe zu reparieren. Wohin hast du Cyrus geschickt? Es gibt nur einen Mann, der uns helfen kann. Der Druide Eldrick. Länger als irgendein anderer lebt er schon auf dieser Insel. Er kennt die Geheimnisse der Natur und der Magie. Ich hoffe, dass seine Kraft ausreicht, um die Scheibe wiederherzustellen. Du weißt es nicht? Nein. Genauso wenig weiß ich, warum es so lange dauert. Cyrus hätte längst wieder hier sein sollen. Vielleicht ist ihm was zugestoßen. Wir müssen sicher gehen und nachsehen. Okay. Ich werde nach Cyrus suchen. Ja, das ist der Geist, den ich hier brauche. Sorge dafür, dass Eldrick die Scheibe repariert und dann bring sie mir. Aber beeile dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wo finde ich den Druiden Eldrick? Der Einsiedler hat seine Hütte auf der Ostseite der Insel. Am Fuße des Vulkans. Im Schatten einer Bergwand wirst du die finden. Was ist ein Druide? Droiden sind Einzelgänger, die sich den Gesetzen und Moral der Gemeinschaft nicht unterordnen wollen. Tiere und Wildnis stehen ihnen näher als Ordnung und Zivilisation. Aber sie haben Macht. Sie beziehen sie aus der rohen, ungebändigten Kraft der Natur. Vertraust du ihnen? Nein. Aber viele Droiden sind Hüter von sehr altem und mächtigem Wissen. Wissen, das wir jetzt brauchen. Okay. Wo außer beim Don soll ich noch suchen? Ich hörte das Gerücht, dass unten in unserem Zwischenlager vor der Vulkanfestung kürzlich eine der Kristallscheiben aufgetaucht sein soll. Bisher ist sie allerdings noch nicht bis hierher geliefert worden. Also gehe ich davon aus, dass es sich tatsächlich nur um ein Gerücht handelt. Jedoch, wenn nicht, ich denke, du solltest dort besser mal nach dem Rechten sehen. Sprich mit Severin. Wenn, dann müsste er davon wissen. Okay. Da geht nix. Cool. Oh, hier ist mal ruhig ohne Gebrumme. Ohne Musik, hört ihr das? Es brummt's wieder. Wie geil. Fackel? Fackel. Da ist nix, das. Ah! Tschüss. Hi, Goblins. Das war jetzt so echt nicht geplant. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade gespeichert. Nee, der beraubt mich, der Arsch. So ein Wichser. Ich wollte mich doch nur umgucken, fliegt da volle Möhre runter. Wir fliegen runter und was macht der scheiß Goblin, kommt her und wir krabbeln und sagen so, oh, sexy. Not your sexy Tyler here. Das heißt aber, wenn wir einen Sterblichkeits-Sheet hätten, dann wird man da runterfallen, wäre alles cool. Na, Pissbacke. Nein, jetzt nicht. Was ist gerade nicht? Das ist zu riskant. Okay. Aber wenn der Eker da ist, kann man hier irgendwas machen? Okay, da ist Lava. Das ist eine ziemlich blöde Idee und hier ist ja eh nichts sonst, ne? Da brauchen wir da gar kein Risiko eingehen, um wegen versuchen, darüber zu springen. Ja, mal gucken, ob die Freaks dort jetzt weg sind. Der kehrt da. Die Pissbacke läuft raus. Das ist ja perfekt, weil es eigentlich der Raum, der uns noch fehlt. Tada!
alter Buchständer. Hier. Ach. Über Spruchrollen und Zutaten. Aha. Um Telekinese auf eine Spruchrolle zu schreiben, braucht man etwas Flügelstaub. Ja gut, das wusste man ja. Komm doch mal. Geschafft. So, alles nehmen. Huhu. Ah! Interessant. Bruder muss los. Scheiße. Kann ich mit dem reden einfach? Ruf es. Hi. Ja? Ah, okay. Stört jetzt hoffentlich keinen. Ich geh mal. Und nochmal von vorne. Okay. Und nochmal. Geht doch. Oh, Schlüssel. Perfekt. Weiß man für was, aber... Ich hab grad echt... Ey, Alter. Handelt von magischen Sprüchen. Hier ist echt hoch die Weiße. 43 Grad. Leck's doch am Arsch. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Schreibpult schließen. Stuhl. Bank. Oh mein Gott, wo bin ich hier? Interessant. Mir riecht ja noch so Stress. Das ist unmöglich. Was haben wir jetzt mit dem Buch? Okay. Levitation? Der Magier versetzt sich in einen Zustand der Schwebe. Er bewegt sich nur mit der Kraft des Geistes, solange er sich konzentriert. Auch Höhen lassen sich so überwinden. Allerdings erfordert dies mehr Konzentration. Okay. Und nochmal von vorne. Okay. Geschafft. Wahrscheinlich da runter. Ich speichere jetzt mal zwischen, das wird unser Tod sein. Das gibt so Stress noch. Stuhl, Buch, Alchemietisch. Oh, heilige Mutter Gottes. Wobei hier sich ja keiner rumtreibt von denen, ne? Ah, das ist eine coole Levitation, sehr schön. Mal von vorn. Jawohl. Alles mitnehmen. Telekinese in dem Fall. Telekinese. Die Kraft der Gedanken bewegt Materie. Um Gegenstände aus großer Entfernung zum Magier hinzubewegen. Gut. Auch Schalter und Hebel, die weit entfernt sind, lassen sich auf diese Weise betätigen. Sehr interessant. Ja. Bringt das leider noch nichts. Da brauchen wir uns einen Schneckenmodus, um durchzukommen. Buchständer. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Aha. Oh, das knirscht wieder. Ich glaube, es sind böse Dinge im Start. Interessant.
Hier steht etwas über Magie. Oh Gott, ich hab das Gefühl, wir werden so gefickt.